Ich habe da eine Idee. Ich zeichne dich bei der Lösung dieses Tests auf. Dann sehe ich es mir 10-mal gleichzeitig an und erhöhe so den wissenschaftlichen Effekt. Natürlich musst du ihn dafür auch 10-mal so schnell lösen. Sag mir einfach, wenn du soweit bist. Ich will für die Aufzeichnung nichts verpassen. Nein. Gottes Willen. Noch eine halbe Stunde, das wird echt knapp. Das wird richtig, richtig knapp noch. Halt! Dich mal mit. Der geht runter. Du hast es gerade gelöst, wieder runterholen. Du solltest doch Bescheid sagen, bevor du... Warum machst du mir das Leben so schwer? Ich sagte schon, dass er für Fehlentscheidungen konzipiert wurde. 32 Minuten noch. Er hat beschlossen, wie ihr seht. Der Funktionen zum Schutz der Anlage vor einer Explosion aufrecht. Ich habe den Timer bei 2 Stunden und 30 Minuten gestartet. Sprich, sind jetzt schon fast 2 Stunden vorbei. Und wir sind schon ziemlich weit am Ende. Aber es fehlt noch ein ganzer Part. Und der Final und der Finalkampf fehlt dann auch noch. Ach, meine schöne Anlage. Die Anlage zerstört sich selbst, Idiot. Stand auf Selbstzerstörung. Problem gelöst. Noch ein letztes Beben der alten Zeiten wegen. Zwei. Noch ein bis zwei davon, nur zum Spaß. Warnung, Kernüberhitzung, Kernschmelze steht unmittelbar bevor. Er kann seinen Job behalten, ich bin ja kein Monster. Hör einfach nicht hin und teste weiter. Ach, der war das nicht. Okay. So, hier ist der Trick. Worüber muss ich wirklich abpassen? Ich hoffe, der ist jetzt noch drauf. Okay, immer noch nichts. Und tut mir leid, der Fahrstuhl funktioniert nicht. Er ist geschmort. Ich kann dir eine Führung anbieten. Zur Linken siehst du irgendwelche Lichter. Keine Ahnung, wozu die gut sind. Sind aber sehr beeindruckend. Und von rechts kommt etwas Riesiges auf dich zu. Oh Gott, schnell weg! Das gehört dir gar nicht her! Geht's dir gut da hinten? Warte, ich stell den Strahl ab. Warte. Oh nein, das ist gar nicht gut. Ah! Wie konnte ich das für eine gute Idee halten? Kann ich ihn angesichts dessen, was er mit der Anlage gemacht hat, nach der Übernahme töten? So. 29 Minuten. Jetzt wird es nochmal ein bisschen spannend. Sag ich jetzt mal. Ha, du lebst! Toll! Ich bereite gerade einen Test vor. Für dich, logisch. Für wen sollte ich ihn sonst machen?
Also, wollen mal sehen. Ausgang, Ausgang, Ausgang. Es gibt keinen Ausgang. Kein Problem, ich mache einen Ausgang für deinen Test. Da, bing, sehr gut, weiter geht's. Nachdem ich den Strahl ausschalten sollte, dachte ich, ich hätte dich verloren. Ich begann nach anderen Testsubjekten zu suchen, aber ohne Erfolg. Sind immer noch alle tot. Oh, aber ich habe etwas anderes gefunden. Ich habe eine riesen Überraschung für euch beide. Ernsthaft, freut euch schon mal drauf. So. Müsste eigentlich ausreichen. So, was hat da? Zack. Zack. Ich hoffe, das reicht jetzt aus hier. Ja, sieht gut aus. Sehr schön. Ihr zwei werdet diese Riesenüberraschung einfach nur lieben. Ja, man könnte sogar sagen, ihr werdet sie lieben. Ich bin noch keinmal gestorben. Ihr werdet vielleicht sie ein, zwei Mal den Test verhauen, aber noch nicht gestorben. Alles Paletti? Ich weiß nicht, ob ihr darauf achtet, was ich euch hier so erzähle, aber... Ja, danke. Verstanden. Kammern bis zur Riesenüberraschung. Oh, das ist anstrengend. Ganz schön überlegt. Aber denn war es doch relativ einleuchtend und klar. Aber wenn man die Lösung kennt, dann ist das, ne? Ach, ich Idiot. Oh, ich bin doch ein Idiot. Jetzt habe ich was vergessen. Das kostet jetzt en masse an Zeit jetzt. Das ist ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Gucken, vielleicht kriege ich das noch hin. Naja, fast. So. Ist gelöst. Den Fehler mache ich jedes Mal. Für dich. Habe ich schon gestern im Training gemacht. Das brauchte ich gar nicht. Die Rotze auf dem. Oh, Alter. Eine halbe Sekunde wieder, eine halbe Minute wieder verschwindet. Oder eine ganze Minute sogar nicht mal. Eieieiei. Das ist das Problem bei einem Speedrun, wenn man ihn wirklich von 0 auf 100 macht, sprich von Anfang bis Ende durchzieht. Es passieren einfach zu viele Fehler. Gerade am Ende hin, wo man denn
nicht mehr so konzentriert ist. Ihr platzt schon fast vor Neugier wegen der Überraschung. Nur noch zwei Kammern. Uns läuft die Zeit davon. Wir können vielleicht in der nächsten Kammer ausbrechen. Spiel einfach mit. Überraschung! Wir machen sofort. Okay, das muss man dir lassen. Für einen kleinen Trottel, dessen Lebenszweck idiotische, undurchführbare Pläne sind, war das eine gute Falle. Du hast es sicher schon gemerkt, aber ich brauch dich nicht mehr. Ich habe zwei kleine Roboter gefunden, eigens fürs Testen gebaut. Oh nein, er hat die Kooperationsinitiative entdeckt. Meine Erfindung zum Ausmustern menschlicher Testsubjekte, bevor du geflohen bist. War nichts Persönliches, nur eben, du hast mich schließlich getötet. Ah! Das ist der Teil, in dem er uns tötet. Hallo, in diesem Teil bringe ich dich um. Mir kam da ein Geistesblitz. Ich donnerte gerade ein paar Stahlplatten zusammen und dachte, ja, die sind tödlich. Nein, mach das nicht. Stell dich hier hin. Wo steckst du? Komm zurück! Ernsthaft, komm zurück, bitte. Komm zurück. Na schön, ich habe beschlossen, dich nicht umzubringen, ja? Wenn du zurückkommst. Wenn du zurückkommst. Ach, ich denke an die gute alte Zeit, als wir noch Freunde waren. So richtig gute Freunde. Und ich sagte, komm zurück. Und du sagtest, klar, Mann, kein Problem. Und dann kamst du zurück. Wo sind diese Zeiten nur hin? Mir ist aufgefallen, dass du nicht zurückkommst. Ich bin enttäuscht. Oh, ich habe eine Idee. Ja, du kleine Niete, ich habe eine. Oh. Schön. Mögen die Spiele beginnen. So. Jetzt beginnt der letzte Part, Part 9. Dafür haben wir jetzt noch 22 Minuten und 30 Sekunden. Das wird nochmal richtig knapp hier. Halt durch! Bin schon fast da! Beachte mich gar nicht, einfach weiterfliehen! Das waren ja die fehlerhaften Türme. Das macht gar nichts, denn ich halte immer noch alle Trümpfe in der Hand. Bube, Dame, König, Ass, Full House. Alles Trümpfe. Dabei kann ich gar nicht Karten spielen. Und jetzt neue Geschütztürme, voll funktionsfähig. Ein Mau-Mau-Vierling. Unschlagbar. Verstehe. Raffiniert. Sehr raffiniert. Aber auch dumm. Die Klingenwand. Listig. Nein. Fein. Endlich eine Gegnerin, die meinem enormen Intellekt würdig ist. Holmes gegen Moriarty. Aristoteles gegen den Stampfer des Todes. Stillhalten, bitte. Nicht mehr bewegen. Boah, da hätte ich dich fast schon erwischt. Oh. Wo steckst du? Komm zurück. Hier habe ich mal auch richtig dämlich angestellt, das weiß ich noch. Beim ersten Mal durchspielen. Ist da was kaputt gegangen? Oh, hat es dich umgebracht? Das wäre ja fast zu schön, um wahr zu sein. Oh. Hallo? Wäre jetzt fast schief gegangen. Oh, ja, alles klar. Mir kam da gerade eine tolle Idee. Bin gleich wieder da. Also nicht sterben, bevor ich wieder da bin. Ich muss alle kriegen. Ja, okay. Ganz ruhig. Oh ne, ruhig. Okay. Oh, da war jetzt für einen kurzen Augenblick mein Headset aus. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt trotzdem noch. Warum auch immer war es jetzt gerade aus.